sie gefunden. Ich habe sie gefunden. So, wir haben hier zwei. Für den Laien sieht das einfach gleich aus. Also wenn ich euch jetzt erzähle, das ist das und das ist das und ihr dreht euch dreimal im Kreis rum, dann ist die Erinnerung wieder weg. Dann muss ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar ist das hier die wilde Möhre. Die Blüte der wilden Möhre im zweiten Jahr. Und hier gibt es ein Erkennungsmerkmal. Kann man das sehen? Hier in der Mitte ist ein schwarzer Punkt. Das ist die Mohrenblüte. Eine ungeschlechtliche Blüte. Das Kennzeichen, dass es eine Möhrenblüte ist. Mohrrübe. Daher kommt der Name. Und hier unten drunter sieht man, wie so eine schöne kleine gestickte Spitzendecke. Und die kommen alle aus einem Punkt. Das ist das Kennzeichen eines Doldenblütlers. Weiße Blütchen, Blütenstrahlen, die alle aus einem Punkt kommen. Hier sind die typischen Möhrenblättchen. Unsere Möhre wurde daraus gezüchtet. Hier ist aber eine weiße Möhre unten dran, also keine Orange. Die orange Möhre ist eine Züchtung. Wenn wir unsere Gartenmöhren einfach mal wachsen ließen und nicht rausreißen, im zweiten Jahr kommen oben genau solche schönen Blüten dran. Also einfach mal so ein paar Gartenmöhren im Garten stehen lassen, habt ihr dann im zweiten Jahr eine Zierpflanze. Und das Gegenstück dazu ist die Schafgarbe. Und jetzt sieht man, die Schafgarbe ist kein Doldenblütler. Die Schafgarbe ist ein Korbblütler. Wenn man sich die kleinen Blütchen anguckt, gibt es in der Mitte den Korb voller Blüten. Jedes einzelne Blütchen besteht aus vielen Blüten. Mit Blütenblättern und ohne Blütenblätter. Und hier kommt die Pflanzen nicht aus einem Punkt. Die sind verzweigt. Also Korbblütler, Doldenblütler. Und das sind zwei wunderschöne Pflanzen. Hier kann man Tischdeko draus gestalten und man könnte sie selbst in Essenzen einlegen oder ja, man kann die Blüten essen. Logisch, die Möhre unten dran. Das ist alles möglich. Die Geschichte zur Möhre noch mit dieser kleinen schwarzen Blüte, so sagt man sich. Es ist wie eine Kneipe, wo schon einer sitzt. Dann kommen die Bienchen und die kleinen Käfer angeflogen und denken, okay, da sitzt ja schon einer. Da setzen wir uns dazu, denn wer geht schon in eine leere Kneipe? Da kann es ja nicht gut sein. Also, so eine kleine Geschichte zur Möhrenblüte. Schafgarbe, da machen wir unseren Tee draus. Wir pflücken uns ein kleines Sträußchen. Hier sieht man ganz viel von der Schafgarbe. So 7, 8 so kleine Blütchen. Es können ruhig Stiele und Blätter dran sein. Das reicht jetzt für eine große Tasse Tee. Verkehrt rum in den Krug stecken, heißes Wasser drauf, vielleicht ein Löffel Honig. Schmeckt oberlecker, wie Kamillentee. Ist gut für die Verdauung und auch gut für zum Entkrampfen des Unterleibs. Also eine tolle Pflanze, man fühlt sich gut. Probiert's mal aus.